mit Pfeilen! Los, Männer! Für Temerien! Ihre Deckung ist nicht übel. Hast du eine bessere Idee? Ich versuche, hinüberzukommen. Wenn die Schützen mir Deckung geben, kann ich es schaffen. Das ist der Sohn von Luisa und dem alten Baron, der Erbe dieser Ländereien. Ungestüm und ein guter Schwertkämpfer. Sieh dich vor. Ich versuche es mit Vernunft und Argumenten. Genau. Gib dem Hexer Deckung! Level up! Für den Arsch, ich will mein Level up jetzt hier mal machen. So, wir können jetzt Level up machen. Das Ding ist, in diesem Spiel ist das ein bisschen praktischer, da man ja überall Level up machen kann. Man braucht nicht zu einer Feuerstelle hinzugehen. Aber wir sind gezwungen, am Anfang dürfen wir nicht in Magiebaum, nicht in Alchemiebaum und nicht in Schwertkampfbaum reinballern. Wobei ich würde gerne nämlich in den Schwertkampfbaum nämlich dann später reingehen. In Alchemie und im Magiebaum würde ich nicht so gerne reingehen, weil ich das mit den Zeichen und mit den Tränken... Ja, das muss man halt ein bisschen drauf haben. Habe ich jetzt nicht so. Ich bin mehr so der Kämpfertyp, also würde ich dann halt in diesen Baum reingehen. Damit ich das aber machen kann, muss ich hier erstmal in die Hexerausbildung Punkte rein investieren. Und zwar kann ich jetzt hier Vitalität plus 10 machen und oder Energieregeneration außerhalb des Kampfes 25%. Ich bin ja mehr so für die Vitalität plus 10. Das kann man, glaube ich, genau, das kann man auch noch mal upgraden. Das war aber... Nee, das war in den anderen Teilen... im vorherigen Teil war das nicht möglich. Da konnte man... Nee, da war das auch möglich, da wurde es aber anders dargestellt. So war das. So, dann wollen wir mal verlassen. Wir sind jetzt Level 2. Ja, wir sind nicht Level irgendwie was, wie wir zum Beispiel in... was wir im vorherigen Spiel sind. Das übernimmt er nämlich nicht. Wäre auch ein bisschen über, würde ich mal sagen. Was? Sicher. Das heißt, ich darf dann ja nicht sterben, ne? Tod dem Tyrannen! Nieder mit Holtes! Da ist ein wenig Blut an meinem Gesicht gespritzt. Na, nicht die Leiter schlagen. Geralt, die Leiter dazu benutzen. So, achso, hier muss ich hoch, ne? Genau, hinaufklettern. Der berühmte Geralt von Riva. Du bist aber tief gesunken, Hexer. Angeblich gehörst du zu den besten Fechtern des Nordens. Lass doch mal sehen. Ja. Wie du willst. Zurück! Der gehört mir! Hier, zack, 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 ein richtig heftiger Hieb und dann liegst du schon als Leiche auf dem Boden. Ja, ist tot. Tod dem Tyrannen! Nieder mit Holtes! Nieder mit ihm! Glaub's auch selber nicht. Der Erbe eines der ältesten temerischen Geschlechter, erschlagen von einem Monsterjäger. Ein Zeichen der Zeit. Tut es dir leid um Ayan? Nein, er war der Vertreter einer aussterbenden Art. Und ein Verräter. Erzähl. Da war noch was mit dem Drachen. Ach richtig. Was ist eigentlich aus dem Drachen geworden? Er hat die halbe Burg zertrümmert, einen Haufen Soldaten getötet und sich dann davongemacht. Wohin? In Richtung Edirn. Mehr weiß man nicht. Wir sind ihm um Haaresbreite entgangen.
Herrn Lavalette hat die Burg übergeben. Öffnet das Tor. Arian lebt? Sofort aufmachen. Kniet vor eurem König, dann erweist er euch Gnade. Wir sitzen fest. In der Tat. Meine Magie hilft hier nicht. Und gerade setzt die Hauptstreitmacht auf Boten in die Stadt über. Kehren wir ins Zelt zurück. Im Lager ist es jetzt angenehm leer. Hab genug für heute. Verlockend. Da, königliche Spezialverbände. Was ist mit dem Baron? Musstest du ihn töten? Manchmal kann man es nicht ändern. Sir. Vernon Roche. Deinen Bericht, Roche. In der Stadt wird weiter gekämpft. Ein Großteil unserer Leute hat in Fischerbooten den Fluss überquert und ist in die Stadt gelangt. Sie brandschatzen, schänden und plündern. Lavalettes Leute verteidigen sich weiterhin im Tempelbezirk. Was ist mit der Baronin? Lebendig gefangen und in Sicherheit. Man hat ihr doch hoffentlich kein Haar gekrümmt. Ganz nach euren Anweisungen. Ihr fehlt nichts. Sie ist schön wie eh und je. Die Kinder sind allerdings nicht bei ihr. Aber du weißt, wo sie sind? Im Kloster. Doch wir überblicken das Gelände noch nicht. Schnell, rüber. Der König! Ein Drache! Schirmt den König ab! Wie jetzt? Da ist ein Drache. Und ihr Penner? Ja, nee. Echt mal! Ein echter Drache! Oh Mann, du bist ja so glücklich! Genau, und wir sterben hier die ganze Zeit. Ach, kein Problem. Da ist ein Drache. Ist das nicht logisch, dass wir das so wollen? Was soll ich denn tun? Ihn mit dem Schwert pieksen? Was weiß denn? Zurück! Ich öffne das Tor! Gut gemacht! Schnell! Ja, schon dabei! Yes. Mach mal Himmel. Mach Himmel. Die brennt nicht nur, die stürzt auch ein. Boah, ihr seid aber auch echt blöd im Treffen, ne? Was jetzt? Achso, das war's erstmal. Hätte diese verdammte Eidechse doch beinahe die Belagerung versaut. Die Schlacht wird sie schon vertreiben. Drache oder nicht, mich interessiert nur, wie diese Sache ausgeht. Naja. Seit der eingestürzten Brücke warst du fast die ganze Zeit bei mir. Fast. Erzähl mir, wie du auf den Tempelhof gelangt bist. Oh ja, die Geschichte mit dem Tempelhof. Tag der Bestürmung, es ist Nachmittag. Das ist gar nicht mal so falsches, denn bei mir ist es auch wirklich Nachmittag. Ha! Uneinnehmbar, von wegen! Die Stadt haben wir in einem halben Tag im Sack. Meldung. Die Kämpfe dauern an. Eine Gruppe von Rebellen hat sich im Tempel verschanzt. Die Kinder? Sind wohl auch da drin. Fenn hat sich einen der Priester vorgeknöpft und was von einem Durchgang unter den Mauern erfahren. Mit einem Rambock kommen wir da frühestens in einer Woche ran. Probieren wir es mit Äxten? Das dauert auch.
Was soll's? Dieser Priester, was ist mit dem? Und dem Durchgang? Ist beim Verhör bewusstlos geworden. Er wird jetzt unten bewacht. An die Arbeit, Hauptmann. Jawohl. Silas, nimm dir diese Tür vor. Fenn, wir gehen. Hexer. Majestät. Ein Spezialauftrag. Genau richtig für dich. Vernon ist zwar überzeugend, aber auch ziemlich ungestüm. Finde auf eigene Faust einen anderen Weg. Gelingt dir das, soll dich ganz Visima beneiden. Die Soldaten der Lavalettes tun den Kindern der Baronin sicher nichts. Das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Wir müssen uns beeilen. Die Rebellen sitzen in der Falle. Vielleicht kommen sie auf die Idee, die Kinder als Geiseln zu nehmen. Vielleicht. Vielleicht kriegt Roche was raus aus diesem Priester. Die Stadt ist zu groß. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Auf ihn ist Verlass, aber wir haben keine Zeit. Sieh dich mal um in der Gegend. Es könnte ein Tunnel oder sowas sein. Vermutlich haben sie Fallen gestellt. Meine Leute haben nicht deine Fähigkeiten. Du eignest dich am besten. Okay. Ich gehe. Ich zähle auf dich. Was ist nun mit den Äxten? Tempo, ihr Arschnasen! Ihr Arschnasen. Wo sind die Äxte? Bewegt eure Ärsche! Die wollen da... Na gut. Ich suche mal einen anderen Weg. Genau, wir speichern erstmal und jetzt ein kleines... Im kleinen Hinweisfenster steht das schon drin. Mit Y kann man nämlich das Medaillon suchen lassen nach irgendwelchen Gegenständen, Objekten, die man benutzen kann, die aber versteckt sind. Wenn ich mich jetzt hier so... Na komm. Mache, dann sehe ich momentan noch nichts. Wir sind doch Untertan des Königs. Aber da hinten ist was. Art gegen Blockaden. Ah, wir haben hier eine Blockade. Die können wir wegballern. Indem wir einfach das Art aussehen. Da müssen wir jetzt mal kurz auf das Art wechseln. Ja, Art. Ich will aber gerne dann wieder auf das Igni. Ich will immer Ignity sagen, aber das heißt nur Igni. Wechseln. Hier wird ja auch nochmal kämpfen. Ey, wieso kämpft ihr da hinten? Warum kann ich das looten? Warum denn eigentlich nicht? Oh, das berühmte Schöllkraut, ja, kennen wir noch aus dem ersten Teil, ja. Können wir in den Brunnen? Cool, wir können in den Brunnen. Das Spiel lädt. Lol, das ist geil. Das haben sie geil gemacht, dass man in manchen Bereichen reingehen kann. Das Spiel hat zwar geladen, das hat man ja gesehen, aber kein, also ein flüssiger Übergang. Das fand ich cool. Das, wow. Wow, ich bin zutiefst beeindruckt. Aber ich bin auch zutiefst beeindruckt, dass hier, wow, dass es hier so viele Wege gibt. Wahrscheinlich ist dieser Weg verschlossen, habe ich mir auch gedacht. Das heißt dann wohl, dass wir hier reingehen. Aber wenn ich jetzt speichern kann, bin ich glücklich. Wir können speichern. Das geschieht erst in der nächsten Aufnahmesession. Also, bis zum nächsten Mal. Da geht es nämlich weiter.